Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, eben hat ja der Bundesvorsitzende der FDP gesprochen. Also wie Sie mit dieser Rede im Osten Deutschlands oder auch im Süden Deutschlands auch nur irgendjemand auf Ihre Seite bekommen soll, das müssten Sie mir mal erklären, Herr Kollege Lindner. Und ich will ja Ihnen auch gleich dazu sagen, weil ja natürlich jetzt der Einwurf kam, wir sind ja im Nordrhein-Westfälischen Landtag. Ja, das sind wir. Aber wir sind ein solidarisches Land, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und nur wer Solidarität zeigt, kann im bundesstaatlichen Finanzausgleich überhaupt erfolgreich sein. Sie sind doch mit einer Attitüde hier reingegangen, dass man sagt, holen wir uns doch möglichst viel Geld aus dem Sack raus, verabschieden uns dann und laufen dann los und glauben, die anderen 15 Bundesländer würden da zustimmen. Das ist doch geradezu abenteuerlich, Herr Kollege Lindner. Und zurück zur Sache, weil dazu haben Sie nämlich nicht gesprochen. Ich möchte der Ministerpräsidentin ausdrücklich danken, dass Sie diesen wichtigen Kompromiss erreicht haben. Sie waren, und das möchte ich ausdrücklich sagen, da auch ein Stück bockbeinig oder auch, weil Sie gezeigt haben, dass Sie bei den Verhandlungen am Anfang haben die gesagt, die Nordrhein-Westfalen spinnen jetzt komplett. Und niemand wird dem nachgehen. Sie haben gezeigt, der Umsatzsteuervorwegausgleich ist mit dem gestrigen Tage, zumindest wenn es nach den Bundesländern geht, abgeschafft. Der Kollege Bouffier aus Hessen, nun wahrlich kein Freund sozusagen der Politik, die hier in diesem Land offensichtlich gemacht wird, hat es als historischen Kompromiss bezeichnet. Und der Kollege Kretschmann aus Baden-Württemberg, den Herr Laschet ja so gerne als Kronzeugen anführt, sagt, es war wichtig, dass einerseits auf dem Verhandlungswege ein Ergebnis erzielt worden wurde und nicht vor Gerichten, nicht vor dem Bundesverfassungsgericht. Und die Bundesländer haben Handlungsfähigkeit gezeigt. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind zwei ganz wichtige Entscheidungen, die gestern getroffen worden sind. Und ich sage Ihnen auch mal, wer sich mal massiver mit der Materie beschäftigt hat, wird erkennen, dass der Vorschlag, der jetzt auf dem Tisch liegt, schon sehr nah an dem ist, was A- und B-Länder mal zwischendurch liegen gehabt haben. Da kann man sicherlich an der einen oder anderen Stelle darüber diskutieren, wer an welchem Tarif gedreht hat. Und deswegen ist es gut, Frau Ministerpräsidentin, dass Sie diesem Kompromiss auch zugestimmt haben, dass Sie die Interessen aller Bundesländer im Auge haben, aber natürlich ganz zuallererst das von Nordrhein-Westfalen. Und deswegen ist es ein guter Kompromiss, der geschlossen worden ist. Und warum? Und warum ist dieser Kompromiss zustande gekommen? Die Ausgangsbedingungen waren ja nicht besonders hervorragend. Da gab es Länder im Osten, die wollten auf dem Rücken von Nordrhein-Westfalen Politik machen. Ich kann mich noch gut an die guten Ratschläge aus Sachsen erinnern. Ausgerechnet Sachsen, jenes Land, was 5,8 Milliarden Euro aus dem Finanzausgleich bekommt, fast ein Viertel der Gesamteinnahmen von Sachsen überhaupt, und 1,7 Milliarden Euro zahlt Nordrhein-Westfalen netto ein. Die Ministerpräsidentin hat es deutlich gemacht, Nordrhein-Westfalen ist Geberland. Wir zahlen 2,4 Milliarden Euro bei der Umsatzsteuer ein, sind vor dem Vorwegausgleich 1.000 Euro vor Sachsen und nach dem Vorwegausgleich 500 Euro dahinter. Das ist schlicht ungerecht gewesen. Und selbst, jetzt komme ich zu dem Zerrbild vom Kollegen Lindner, und selbst wenn man den Kommunalisierungsgrad einrechnet, sind wir immer noch jenes Bundesland, was die 6 niedrigsten Ausgaben hat, mit 5.300 Euro pro Kopf. Und das, obwohl wir viele verstädterte Regionen haben, wie das Ruhrgebiet und andere Bereiche, wo die Kosten höher sind. Genau deswegen gibt es ja auch die Städteveredelung im bundesstaatlichen Finanzausgleich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit anderen Worten, Nordrhein-Westfalen ist jenes Bundesland, wo 10 Bundesländer mehr Geld pro Kopf ausgeben als wir. Es ist eine absolute Bilanzfrisiererei, was Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von FDP und CDU, in der Haushaltspolitik uns hier vorwerfen. Und ich will Ihnen auch noch sagen, Herr Kollege Laschet, Sie haben ja lange gezögert, diesem Kompromiss zuzustimmen. Dann, nach einiger Überzeugungsarbeit im Finanzausschuss, haben wir ja hier zugestimmt, dass wir uns zusammensetzen. Und der Kollege Oppendring hat ja dann einen Kompromiss mit uns erarbeitet, der genau das widerspiegelt, was heute auf dem Tisch liegt. Erstens, es sollte mehr Transparenz ins System kommen. Der Umsatzsteuervorwegausgleich sollte abgeschafft werden. Ist geschafft worden.
Zweitens, es sollte mehr Geld von dem, was in Nordrhein-Westfalen erwirtschaftet werden, hier in diesem Bundesland bleiben. Auch das ist geschafft worden. Drittens, Nordrhein-Westfalen bleibt natürlich solidarisch mit den anderen Bundesländern. Auch das ist erreicht worden. Dafür herzlichen Dank an die Landesregierung und herzlichen Dank für diesen Kompromiss, der hier auf dem Tisch liegt. Und weil Sie das ja angesprochen haben, ja, deswegen hat Nordrhein-Westfalen auch einigen Punkten zugestimmt, die, wenn man mit dem Rechenschieber drangehen würde, nicht zugunsten von Nordrhein-Westfalen ausfallen. Die höhere Einbeziehung der Finanzkraft der Kommunen, ein weiteres Zeichen für die Stärke unseres Landes, führt natürlich zur Verschlechterung von Nordrhein-Westfalen. Und auch, dass wir zugestimmt haben, dass Bremen und Saarland zusätzliche Gelder bekommen, war natürlich notwendig, um a, die Solidarität zu zeigen und b, weil dann überhaupt erst die Existenzfähigkeit dieser beiden Bundesländer auf Dauer sichergestellt worden ist. Und auch das gehört zur Wahrheit dazu, dass dieses in diesem Kompromiss verankert worden ist. Und ich will Ihnen sagen, ich habe noch zwei Punkte, die mir auch politisch wichtig sind, Herr Kollege Laschet. Einen haben Sie schlicht falsch dargestellt. Das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz ist ausdrücklich nicht in dem Beschluss mit drin. Sie können sich das in der Liste ja angucken. Dort soll es eine separate Lösung geben. Also diese 107 Millionen Euro können Sie von Ihrer Rechnung schon mal abziehen. Und auch bei zwei anderen Punkten bin ich anderer Auffassung. Erstens, was die Frage, das hat die Ministerpräsidentin jetzt nicht ausgeführt, aber es war in dem Beschlusspunkt mit drin, bei der Frage der Kreditfinanzierung der Bundesländer über die Bonität des Bundes, finde ich, gibt es einen sehr guten Beschluss, dass das genutzt werden kann. Früher war das ja bei Eurobonds und anderen Debatten nicht möglich. Jetzt wird gezeigt, der finanzpolitisch kluge Schritt, die Bonität des Bundes auch den Bundesländern zu ermöglichen, führt dazu, dass die Bundesländer billiger finanzieren können und der Bund keinen Schaden hat. Das haben wir immer vorgetragen. Gott sei Dank ist das jetzt in dem Beschluss mit drin. Und einen zweiten Punkt will ich noch ansprechen, weil das auch noch zu entscheiden ist. Thema Eingliederungshilfe. Dort würde ich alle Kolleginnen und Kollegen bitten, mitzuhelfen, dass es keine Standardabsenkung auf dem Rücken der Menschen mit Behinderung geben wird. Ich halte das für einen völlig falschen Schritt und wir sollten Druck auf den Bund machen, dass es keine schmutzigen Deals zulasten der Menschen mit Behinderung gibt. Ich will zusammenfassen. Es ist ein guter Kompromiss erzielt worden. Die Ministerpräsidentin ist standhaft geblieben und jetzt ist es unsere Aufgabe, alle, die hier Verantwortung tragen, gerade auch die Kolleginnen und Kollegen dazu, CDU, für diesen Kompromiss auf Bundesebene zu werben. Es muss schnell ein Reformkonzept auf den Tisch gelegt werden, da sollten wir alle mithelfen. Und wir machen das ja auch nicht aus Chuzpe oder einfach nur, weil es uns gefällt. Wir müssen die Basis dafür legen, dass Hochschulen und Schulen in diesem Land finanziert werden können, dass wir mehr Kita-Plätze schaffen und dass wir die schwere Aufgabe, die große Herausforderung der Unterbringung von Flüchtlingen meistern können. Und deswegen müssen wir uns den wichtigen Dingen zuwenden und dieses Reformpaket abschließen. Und ich glaube, dafür ist ein guter Ansatzpunkt geschafft worden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Mostoff.